vielleicht kennen Sie es auch, und es ist tatsächlich ein Problem, Barrieren für Rollstuhlfahrer, für Menschen mit Handicap, was bedeuten die ganz konkret im Alltag? Ne? Kopfsteinpflaster, Treppenstufen und so weiter, das ist oft nicht einfach. Als Fußgänger bemerkt man es natürlich gar nicht, aber wenn du mit dem Rollstuhl darauf angewiesen bist, dass diese Hindernisse überbrückbar sind, dann ist das ein Riesenproblem. Öffentliche Einrichtungen und Institutionen, die müssen laut Gesetz bald ausnahmslos barrierefrei zugänglich sein, mhm. aber das gilt halt noch lange nicht für private Örtlichkeiten. Hier wird es schwierig. Hier auch. Hier geht's gar nicht mehr. Und hier ist es einfach nur super anstrengend. Na, fuck, Alter. Du musst echt aufpassen, dass sie nicht umhaut. Marius muss das jeden Tag. Der 25-jährige Kölner ist zwar wegen einer Kinderlähmung auf den Rollstuhl angewiesen, aber... Ich fahre zum Fußball, gehe mit Freunden feiern, spiele Rollstuhl, Basketball. Ich lebe halt mein Leben und meister die Dinge, die mir so im Alltag begegnen, eigentlich. Eigentlich. Denn manchmal werden die anscheinend einfachsten Situationen für ihn im Alltag zur Qual. Entschuldigung, junge Frau. Wie sieht das mit der Toilette? Ich müsste kurz auf Toilette. Habt ihr wahrscheinlich im Keller, ne? Ja, leider. Ich müsste ganz dringend auf Toilette. Ich würde das. Alles klar, dann suche ich weiter. Vielen Dank. Erst beim dritten Mal findet Marius eine behindertengerechte Toilette. So läuft es aber öfter. Ja klar, das sind so Odysseen, die sich halt schwierig gestalten und sich durch meinen Alltag ziehen quasi. Also ich plane meinen Alltag so, dass ich halt wenig Barrieren habe. Und wenn doch? Wie spontan und mobil müssen Rollstuhlfahrer sein? Was bedeutet es für sie, zum Beispiel über Kopfsteinpflaster fahren zu müssen? Alter, fuck mich das hier schon wieder an. Wollt ihr mal probieren, vielleicht du als Mann, wie schwer das ist, mit einem Rollstuhl vorwärts zu kommen? Ja. Da haben wir einen Rollstuhl. Dieser junge Mann aus Holland ist erstaunt, wie schwer es ist, vorwärts zu kommen. Sportiv, ein bisschen. So, aber es ist schwer. Ja, sicher. Was sagst du? Trotzdem. Es ist auf jeden Fall schwer. Also wenn man jetzt überlegt, man dass es bestimmt. Braucht schon Muckis dafür, sage ich mal. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht umfällt oder so. Alles klar. Viel Spaß in Köln auch und danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Und sorry nochmal, dass wir einfach so vorbeigelaufen sind. Kein Problem. Man lernt draus. Tschüss, Marius. Alles Gute noch. Danke. Menschen mit Behinderungen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, haben es eh schon schwer. Da sollte Barrierefreiheit selbstverständlich sein. Sollte. Selbstverständlich sollte es auch sein, dass man behinderten Menschen hilft, wo man nur kann. Das ist nicht nur eine Christenpflicht, sondern ein Gebot der Mitmenschlichkeit überhaupt. Marius zeigt uns heute noch zig Stellen, wo er vor ernsthafte Probleme gestellt wird. Öffentliche, aber vor allem auch private Einrichtungen wie Cafés, Restaurants oder Theater zeigen oft wenig Einsicht in Sachen Barrierefreiheit. Wie man sieht, auch hier am Kiosk eine Stufe nicht barrierefrei. Mich würde es halt freuen, wenn sich nicht nur Menschen mir helfen, sondern auch, wenn sich private Institutionen schon vorab darüber Gedanken machen, dass wir als Behinderte sozusagen uns keine Gedanken mehr machen müssen, wie wir, wo wir, wann reinkommen. Barrierefrei und unabhängig durchs Leben zu kommen, bisher leider oft nur ein Wunsch vieler behinderter Menschen wie Marius. Ja, gemacht ist das halt, dass meine Füße jetzt leider so aussehen. Das heißt also, sie sind deformiert. Ich habe jetzt hier so eine Ausbuchtung und das ist also wirklich sehr schmerzhaft.